Erstmal das Auto absperren, um einzusteigen. Oh, jetzt fängt das schon wieder an hier. Das ist hier ganz schlimm, der Eck, ne? Heute haben wir den 13. Ersten. Wie bin ich denn eben auf Freitag gekommen? Das frage ich mich immer noch. Irgendwas war am Freitag. Ich hatte heute Morgen noch irgendein Gespräch wegen Freitag und das hat sich bei mir dann so eingebrannt. Lenny Bär, ich danke dir. Willkommen. Hi, hi. Wie geht's? Wie geht's? Hä, warum? Achso, ja. Haben wir gestern gemacht. Okay. Alter, dieser Blinker-Sound, ne, der ist echt... Packt's wieder. So. Fahren wir nochmal zurück. Vielleicht erreichen wir ja gleich noch Desert Inn. Boah, dieses Nachändern hier. Das ist aber echt nur hier der Ecken, wo das MD ist, ne? Noch tanken oben im Palito. So, ich muss dann aber auch los. Vor der Arbeit noch was zu erledigen. Angenehmen Stream noch. Jawohl, wir hören uns. Und lass dich nicht stressen. Ich erledige Gott sei Dank meine Arbeit teilweise nachts. Und so nebenbei irgendwann mal. Ich doch nicht. Das ist doch schön. Mach's gut. Danke, dass du da warst, ja? Denk dran, heute ist Donnerstag. Nicht, dass du hier wieder anfängst mit Freitag. Mir benehmen sich wenigstens alle. Aha. Ja, ich grüße dich und danke für den Follow. Wie geht's? Wie steht's? Wird verfolgt. Oder auch nicht. Alles gut soweit? Dönerstag. Aha. Aha. Eigentlich eine gute Idee. Müsste ich mal Mustafa anrufen. Ja, aber ich hab heute wirklich Bock. Also Döner wäre eigentlich eine geile Idee. Oder Dürüm. Echt? Okay, ja gut, das wäre jetzt noch nicht so meine Zeit für Döner. Aber heute Abend, das wäre eigentlich eine gute Idee, du. Ja. Achso, ja. Das hatte ich ja eben eingestellt. Guck mal. Funktioniert. Geil, du. Ja, ich glaube, heute gibt's Döner. Hast du gerade auf eine gute Idee gebracht. Machen wir so. Deal. Du gibst aus. Finde ich gut. Deine Frage zurückzukommen, bei mir ist es den Umständen entsprechend gut. Das hört sich jetzt semi-gut an, aber ich wünsche dir natürlich alles Gute. Egal, was es sein sollte.
Angebrochene Rippen. Ekelhaft. Ich hatte Gott sei Dank noch nie sowas. Allgemeinen Bruch. Bin ich gerade am Überlegen, hatte ich. Glaube ich noch gar nicht. Nö. Also, wenn dann nie bewusst. Oder nichts Großes. Aber so ein Rippenbruch kann ich mir echt ekelhaft vorstellen. Gerade beim Atmen und allem und Bewegen. Weil die Rippen, die bewegen sich ja eigentlich immer mit. Nee, danke. Ja, lass dir schmecken auf jeden Fall, ne? Die Lackierung, die ist doch schon nice und die passt richtig gut zur Bakery. Fällt mir. Oh, hinten an der Wirbelsäule ist. Das ist, ja. Das ist, ja. Oder auch mal so ein, naja, jetzt kein Bruch, aber, oder irgend sowas in der Art an der Wirbelsäule, aber ich hatte im Rücken mal Muskelriss, der für die Stabilität des Rückens zuständig war. Ja, da habe ich bis heute noch zu kämpfen damit. Das wird auch nie gut sein, hat der Arzt gesagt. Das war auch nicht geil. Arzt hat auch gesagt, besser hättest du dir das Bein gebrochen. Damit hast du weniger Ärger als mit allem anderen. Ja, so, dann tanken wir mal noch das gute Stück hier. Nur noch einen Schluck Kaffee, ne? Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was ausgeliefert. Ansonsten räumen wir ein bisschen das Lager noch hin und her. Wir haben ja noch ein Außenlager unten bei der Kartbahn. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Würde ich mal so behaupten. Und später, wenn ich Stream dann nochmal anmache, dann werde ich bei Bennys vermutlich sein, ne? Wenn ein bisschen an Autos rumschrauben. Ein bisschen die Kollegen bespaßen. Muss auch mal wieder sein. Und ja. Ich werde mal heute Abend direkt ein Speedo hier mitnehmen. Ein bisschen was an dem machen. Der ist nämlich noch nicht ganz fertig, wie ich ihn möchte. Für die Bakery. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, weil, wie gesagt, da gab es mal ein, beziehungsweise gibt es immer noch vermutlich, ich weiß es nicht, ein Bug, dass sobald du beim Tuner warst, hast du ständig neue Folierungen auf deinem Fahrzeug gehabt. Also wenn du irgendwo rauskamst, wie zum Beispiel jetzt, aus einer Wohnung oder hier aus der Bakery kamst du raus und dann hatte das Ding auf einmal eine neue Folierung. Und dann gingst du wieder rein, gingst du wieder raus und dann hatte das Ding wieder eine andere Folierung. Das war ein Pakt, der war bekannt, aber ich weiß halt nicht, ob der sich jetzt mit der Lackierung auch erledigt hat. Keine Ahnung. So, können wir das mal noch hier reinmachen. Energy. Oh. Na, schauen wir. Vielleicht erreichen wir noch Desert Inn, dann fahren wir den Quatsch auch noch rüber.
Ja. Ja, ich grüße dich. Grüße. Bist du denn da? Aktuell bin ich gerade auch woanders am Arbeiten. Gib mir so mal 20 Minuten. Ja, kein Stress. Ruf einfach an, wenn du da bist, und dann fahre ich hier los. Ja, das ist klar, dann mache ich das so. Perfekt, dann bis später. Perfekt. Yo, ciao. Ciao, ciao. So. Dann hätten wir das auch schon mal. Siehst du? Kriegen wir heute sogar noch was gearbeitet. Und die Uhrzeit. Am Donnerstag. Ne? Gut. Ich könnte mal noch. Das war falsch. So. Kurz geguckt, dass die Musik weiterläuft. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was backen, ja? Ich mache noch ein paar Aufbackbrötchen, ne? Ja, warum auch nicht? Ich will runter einen Rucksack holen. Wobei, ich könnte erstmal ein bisschen meine Hände leer machen, ne? Die hier können wir bald mal wegschmeißen. Weil theoretisch liegen die wirklich schon zu lange da drin. Hier noch die zwei Rucksäcke holen. Dann machen wir noch ein paar Aufbackbrötchen, ne? Weil die fahren wir eh nachher weg. Mal unten ein bisschen was auf Lager. So. Ganz wichtig, erstmal Hände waschen, ne? Dann Zutaten. Wobei ich könnte eigentlich von oben anfangen. Ja. Bin ich am Überlegen. Das geht zum Beispiel nicht. Haben wir zu wenig Schinken da oder wir haben gar keinen mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde noch Bagels voll machen und noch mal 112 fertig machen für ins Außenlager in der Stadt. Wäre, glaube ich, eine gute Idee, ne? Ja, das machen wir. Muss ich mal kurz gucken. Bagels. Ja, können wir eigentlich mal. Jupp, jupp, jupp. Also ein bisschen Rohteig machen.
Das und nee, drei reicht ja. Brauche ja keine. Haben wir sogar noch Rohteig. Ist ja immer frei. Genau zwei Stück, die brauchen wir nämlich. Machen wir erstmal einen kompletten Rohteig fertig und danach werden wir dann Bagels machen. Ich glaube, ich werde mal die Woche oder Anfang nächster Woche mal einen Termin mit Crucifix machen, weil die verkaufen ja belegte Bagels. Dass die eventuell die Rohlingen bei uns immer bestellen, nicht selbst herstellen. Vielleicht kommen sie da günstiger hin. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht bei denen. Ich weiß nicht, was für ein Rezept die haben. Ob die dasselbe Rezept haben oder ein anderes. Ich habe keine Ahnung. Weil diese belegte Bagels und die Bagels hat damals eigentlich Bakery eingereicht, die wurden dann nur verteilt. Beziehungsweise, ich weiß halt nicht, ob das dieselben Rezepte sind, wo sie da bekommen haben, oder ob die nochmal abgeändert wurden. Muss man einfach mal ein Angebot mit denen fertig machen. Wenn er sich in der Hinsicht mit sich sprechen lässt, das sehen wir dann. Bei IC sieht ja Crucifix eine hohe Konkurrenz in der Bakery, aber wir haben nur ein Produkt gemeinsam, von daher sehe ich das nicht so. Das wären dann halt diese rohen Bagels. So. Von daher. Also mir wurde das so IC zugetragen. Nicht von ihm persönlich, sondern es wird viel darüber gesprochen. Ne, wobei er hat's. Nee, er hat's mir IC sogar gesagt, der Inhaber von Crucifix. Bei der Taxifahrt. Herr checks Rollercoast. Stimmt. Kann ich mich nochmal gut dran erinnern. So, jetzt brauchen wir noch Körner. Auf gute Bagels gehören halt auch Sesamkörner. Sind das keine guten Bagels? 12 reichen nicht, ne? Dann machen wir das doch so. Zack. Naja, egal. Bin immer noch im Kopf am Überlegen, wie ich eben auf Freitag kam. Das triggert mich so ein bisschen jetzt. Weil ich nicht mehr weiß, was am Freitag war, worüber ich eben noch gesprochen hatte. Also noch vor dem Stream. Irgendwas war da. War das so? Ja, ich meine schon. Yes.
Ja, morgens und nachmittags ist es hier eher so der Chill-Stream. Ja, ohne Backblech geht's nicht. Deswegen nicht wundern. Oh, ist eigentlich ganz entspannt, kann man ein bisschen quatschen. Man sieht so ein bisschen Background-RP, wo das ganze Zeug überhaupt herkommt, was in dem 24-7 ist. Und wie es überhaupt gemacht wird, ne? Was alles dahinter steckt. Weil die Items werden nicht einfach irgendwo gespawnt von den Supportern, sondern die müssen hergestellt werden. Ich feiere immer noch das hier, ey. Das feiere ich immer noch, dass du das so genauer angucken kannst. Richtig geil. Finde ich gut. So haben die Firmen jetzt auch mal Chance, selbst sich so ein bisschen um die Werbung zu kümmern mit den Icons, die erstellt wurden. Müssen sich da nichts aus dem Internet irgendwie zusammenbasteln, was eventuell irgendwelche Rechte drauf hat, wo es nachher zu Problemen kommen könnte. Finde ich ganz geil. Da haben wir gleich auch das Lager hier oben voll mit Bagels. Die laufen so lala. Geht so. Müssen wir mal schauen, dass wir die noch ein bisschen besser bewerben bei Venture. Da müssen wir noch gucken, dass wir bis zum Wochenende bzw. bis Sonntag die neue Preisliste fertig haben. Dass wir die einmal rumschicken können. So. So, ich hoffe, dein Döner hat geschmeckt. 13 Uhr. Ja, kann man machen, warum nicht, ne? Bin halt eher so der Abendesser, ne? Morgens mit viel Glück mal so ein Croissant rein und das war's. Wichtig ist halt nur, dass der Kaffee da ist. Ohne Kaffee läuft nämlich nichts.
Guck mal, wer heute noch in der Bakery arbeiten kommt. Werden wir nachher noch auf jeden Fall das Zeug runter ins Außenlager fahren, also zumindest die Aufbackbrötchen, damit wir da noch mal ein bisschen Puffer haben, dass wenn Cypress mal wieder eine ordentliche Bestellung reinhaut, dass wir da gut handeln können. Und ja, dann können hier wieder Aufbackbrötchen gemacht werden. Wenn wir heute mal noch eine Cheesy Factory anrufen, fragen, ob unsere Bestellung eingegangen ist und wie lange das dauert. Weil von denen habe ich keine Ahnung, wie lang so eine Lieferzeit ist. Dann sollten wir heute eigentlich auch die Rechnung bekommen von Union Crane. Mal schauen. Da bin ich mal gespannt, was heute Abend bei Bennys abgeht. Da noch ein bisschen was los ist. Ob jemand seine Karre tunen lassen möchte oder nicht. Aktuell halt ein bisschen schwierig. Mit dem neuen GDA-Update. So. Ja, ist ja gut. Hab's vergessen. Tut mir leid. So, oben noch zwei Brötchen und ein Rotwein. Das sind alles so Mengen, denen können wir hier recht wenig anfangen. Frage mich auch nur immer, wie die entstehen. Die zwei Brötchenrohlinge, die kriegen wir auf jeden Fall unter, aber den einen Rotteig. Hat da jemand Rotteig gefressen? Gut, ich würde nur sagen, ich gehe mal noch fix auf Toilette und mir noch ein Käffchen holen. Dann wäre ich gleich wieder da und dann machen wir noch ein paar Bagels und dann fahren wir mal den ganzen Quatsch weg. Und wir müssen auch bei Desert Inn vorbei. Ne? Das Käffchen dann. Bis gleich.